So, herzlich willkommen zu MeinKlon Folge 25. Ich weiß gerade gar nicht. Läuft denn überhaupt die Kamera? Ja, die läuft. Sehr schön. Ah, okay. Hängt sich ja gerne mal auf. Das ist also so eine Billigkamera. Billigere. Obwohl doch, ist eine Billigkamera. Müssen wir nicht drum herum reden. Es ist halt einfach so. Egal, für Facecam reicht's. Zumindest wenn es draußen hell ist. So. Ich merke gerade, es ist der falsche Server. Ich bin auf dem Mein Test Server gerade gejoint. Das war natürlich nicht meine Absicht. Es ist gerade Rocks on. Okay, interessant. Ansonsten ist das Server soweit leer. So, okay. Unser Haus. Wir waren gerade dabei, das Dach zu machen. Genau. So. Genau, hier waren diese Dinger mit diesen Kackdingern hier. Da gibt es ja nun eine kleine Mod. Und zwar haben wir eine Mod installiert für Tools etc. Das ist ein sogenannter Replacer. Ich weiß nur nicht, ob man den auch nochmal craften kann. Give me MC Replacer. Replacer. Kann man den nochmal bauen? Keine Ahnung. Gut, nee, was man mit dem nämlich machen kann, ist, wir haben unzählige Holzdinger zum Beispiel. Achso, ja, übrigens, ein kleines Update. Mittlerweile ist das gesamte MeinKlon eingedeutscht. Also es ist jetzt wirklich alles deutsch, laut dem Readme, was Wusi rausgehauen hat. Sieht auch erstmal soweit alles. Ich bin immer noch eine Frau. Wow. So, jetzt mal wieder richtig sein. Ach ja, und KeepInf ist komplett jetzt endgültig deaktiviert. Heißt also, ab jetzt ist der Server ausschließlich nur noch Survival. Ja, heißt also, man verliert sein Inventar, wenn man stirbt. Also es droppt. Es ist ja nicht gleich verloren, nur halt, wenn man es denn nicht schafft, wieder zu holen, dann ist es halt verloren. So, das hier ist das normale Holz, ne? Nein, Dschungelholz. Ja, okay. Dschungelholz. Sollten wir haben. Dschungelholz. Ne, wir haben nur normales Holz. Gut, dann müssen wir so ein bisschen Holz hacken. Es war nämlich eine sehr freundliche Person da. Na? Die hat mir ein bisschen aus der Wiese. Ja, hey, ich ist ja gar nicht protected. Okay, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Weil hier gab es letztens einen kleinen, ja, Kumult. Und da haben wir ein bisschen was beim Server umgestellt. Und da sind leider ein paar Öls abgeraucht. Leider auch die hier. Wow, zum Glück ist das noch niemandem aufgefallen. Also zumindest niemanden, der das denn in dem Moment böse auskommt. Ganz ehrlich hier, lalala. Niemand, der das hier gleich böse irgendwie ausgenutzt hat. Wir nehmen mal hier das gesamte, alles was im Sichtbereich ist. Ich weiß auch gerade gar nicht, bis wohin geht hier das Area. Das geht bis hier vorne ran. Dann nehmen wir uns mal hier ein Beispiel und grenzen das entsprechend ein. Bis hier, sagen wir mal. Genau, davon hatte ich ja mal meine kleine Farm. Area. Position 1. Und jetzt gehen wir einmal hier quer rüber. Wir nehmen den Hügel. Dann nehmen wir noch den Hügel hier. Und jetzt einmal auf Tauchstation. So. Oh, ich bin ja schon auf Lava-Level. Wow, ein Glück war hier gerade kein Lava. Das hätte böse enden können.
Protect Let's Play Hütte. Ja, ansonsten gab es noch ein paar kleine Neuerungen, zum Beispiel, beziehungsweise eine Neuerung kommt erst noch, die beste quasi von allen. Sobald die nächste Mindclone-Version rauskommt, kann man bei Schildern endlich mal wesentlich mehr Zeichen benutzen. Also zum Beispiel Doppelpunkt oder diese Sonderzeichen, also R, Ö, Ü, S, Z etc. Quasi das gesamte Latina 1 Alphabet, wer sich ein bisschen mit Programmierung oder Systemen auskennt, weiß, was gemeint ist. Dieses Latein 1, also Latein-1. Ja. Und auch so die ganzen deutschen Umlaute sollen wohl jetzt auch alle, wie gesagt, mit drin sein. Ansonsten, wie gesagt, ist halt alles deutsch. Oh, jetzt mittlerweile. Boah. So, jetzt ist der Bereich wieder protected. Das ist sehr schön. Da, und... Ah, seht ihr, hier wurden schon... Wow. Ich hatte mir nämlich ein paar Bäume hier hingepflanzt und wie man sieht, wurden hier gerade schon welche abgebaut. Weil der Bereich nicht mehr protected war. Das ist natürlich klar. So, ich muss nur gucken, ob ich hier gerade Überlappungen hatte. Nein, habe ich richtig gemacht. Okay. Gut, dann checken wir out mal unsere Axt, wovon wir keine ordentliche haben. Wir werden das also erstmal eine bauen müssen. Haben wir Eisen? Nein, haben wir nicht. Haben wir Taler? Nein, haben wir nicht. Es wurde wahrscheinlich auch alles rausgeklaut, weil wir hatten definitiv Taler. Nur jetzt haben wir keine mehr. Das ist Bullshit. Okay, dann ja, werden wir uns wohl erstmal aus gedientem Material etwas zusammenschustern müssen. Ah, wir haben ein Stück Holz. Ist sehr schön. Tonplumpenglas. Okay. Ja gut, also, wir brauchen das da. Dann brauchen wir, gleich brauchen wir nichts, brauchen wir auch alles nicht, das ist ja alles im Inventar drin, ist ja schlimm. Da, wir werden mehrere brauchen. Ich mache gleich mal hier so ein paar, so ein bisschen so drei oder so. La. So, passt. Jetzt habe ich eine Axt gebaut. Ah, doch, ist ja richtig. Genau. Brauche auch eine Axt. Alles korrekt. Habt ihr studiert. So. Dann, ja, gehen wir mal los. Ist hier gerade ganz schön dunkel hier hinten. Gott. Wir fangen einfach mal hier so an. Stellen wir hier ein paar Fackeln auf. Obwohl leider gibt es hier, anders als bei GZ Doom, keine In-Game-Option, um die Dinger mal weg einzustellen. Wir haben keine Kohle, haben wir. Sehr schön. Von daher werde ich mal so ein bisschen heller hellilieren. Yay. Powered by Licht.de. So. Wird hier mal ein bisschen hoch. So, ich werde mal jetzt versuchen, die Aufnahme wieder ein bisschen normaler zu machen. Also, wie gesagt, ganz eine halbe Stunde, keine Ahnung, ob das was wird. Aber ich fand die Aufnahme letztens doch ein bisschen sehr gut. Kann auch daran liegen, dass wir da dann hauptsächlich doch was anderes gemacht haben, als gespielt haben. Also jetzt hier bei dem Mindtest-Let's Play. Das war ja doch ein bisschen sehr wild durcheinander und so. Von daher, mal gucken, wie ich das jetzt hier zeitlich gestalte. Das ist auch noch ein Ast. Den klappe ich mal... Ach, den klappe ich nachher mit ab. Dann wird es schon wieder irgendwie dunkler. Einmal ein bisschen Licht. Hier war überall Licht, seltsamerweise. Ja. An manchen Stellen ist es so dunkel. Achso, na, wahrscheinlich, weil hier so was so gestrippt wird. Außerdem kommt jetzt nahe an die Krone. Das ist sowieso ein bisschen dunkler. Wobei, nee, eigentlich nicht. Ich rede gerade schon wieder Scheiße. Aber gut. Weiß ja keiner. Wo fliegst du bitte hin? Kommst du her? Danke. Ich sehe auch was. Danke. Gott. Droppt die ganze Kacke hier irgendwo hin. Ja, wir sind an der Krone angekommen. Dann geht es ja jetzt quasi schon gleich wieder runter. Ah, wir sind an der Krone. Sehr schön. Nee, noch nicht ganz. Ich will noch ein bisschen was. Manche Bäume sind ja größer.
bitte schon alle herkommen. Oh mein Gott, Ness. Ah, alle Drones angehalten und fertiggestellt. Sehr schön, sowas hat man gerne. Auch wenn ihr gerade nicht wisst, um was für Drones es gerade geht. Aber lasst euch gesagt sein, es ist was Gutes. Oh, hier müssen wir alles wegmachen hier. Hält sich am Kopf näher aus. Nein, nicht. Nein, er ist gefoolt. Komm zu mir. Ja. Weil. Übrigens, gibt's mit diesem neuen Mind-Klon. Quatsch, mit dem neuen Mind-Test. Gibt es einen sehr witzigen Bug mit einer bestimmten Mod, und zwar habe ich so eine Mod drin, mit der wirklich unsichtbar. Ja, und da wird leider nicht nur mein Körper unsichtbar, sondern halt auch meine, ja, praktisch der Körper, um praktisch mein, na hier, quasi mein Body Mesh halt, der verschwindet halt auch. Das heißt also, ich kann in gewisse oder eigentlich fast alle Sachen reinglitschen, und bei diesen reinglitschen passieren dann witzige Nebeneffekte, die dann quasi noch witziger sind als das eigentliche reinglitschen. Also eine durch und durch sehr witzige Angelegenheit, kann ich ja damit vielleicht mal gleich demonstrieren. Also jetzt hier zum Beispiel, ja, ich komme hier nicht weiter, ne? Jetzt muss ich nur kurz das Tool, um unsichtbar zu werden. Ach, ich schon wieder, war doch richtig. Aber das hat gefehlt. Genau. So, das ist das Tool, um unsichtbar zu werden. Ja, jetzt bin ich noch sichtbar. Jetzt bin ich unsichtbar. Ja. So, und jetzt, Achtung, glitch ich hier praktisch rein. Also ich sage, normalerweise bleibe ich jetzt hier hängen, kann ich weiter, ne? Wenn ich jetzt den aktiviere, kann ich weiter. Und jetzt passt mal auf die Karte hier auf. Und ich falle durch. Ja, das ist sehr witzig. Nicht wirklich. Das Problem dabei ist, wenn ich das tue, also hier dieses Reinglitschen, dann falle ich endlos weit. Und das Problem ist, bei meinem Klon, anders als bei meinem Test, gibt es in der Welt eine Untergrenze, und zwar minus 60. Danach fängt das Nichts an. Und wenn ich in das Nichts reinfalle, dann sterbe ich. Ja. Von daher eine sehr blöde Angelegenheit. Ich habe es noch aktiv, oder? Ja, ich hab's noch aktiv. Deaktivieren, genau. So, und jetzt Pulver. Was? Genau. Weiß. Los. Bitte nur ein R. Danke. Oh. Heißt also, gerade wenn ich jetzt die Q-Taste gedrückt halte, dann muss jemand aufpassen, weil mit der Q-Taste. Also diese Duppentaste, diese Griechentaste, aktiviere ich ja auch diesen Effekt. Sieht man ja immer oben links. Jetzt drücke ich die Q-Taste. Jetzt lasse ich sie los. Jetzt drücke ich sie wieder. Ist also praktisch auch damit verbunden. Und wenn ich die Q-Taste drücke, dann kann ich praktisch auch reinglitschen. Und das ist leider sehr problematisch. Ja. Muss ich also jetzt völlig drauf aufpassen. Aber gut. Denn der alte Holzmichel noch, Holzmichel noch, ist hier überhaupt noch Holz drin? Ja, da oben. Was macht das Holz denn da oben? Könnt ihr bitte die spawnen? Alle? Achso, hier ist noch Holz. Ah, das wird langsam aus dem Despawn.
Das ist so dunkel aus an der Stelle. Ja, das ist doch. Das ist überall noch Holz. Hier ist noch richtiger Megabaum oben drin. Ist ja nett. Das ist aber eigentlich fast alles die Spawn hier, oder? Ah ja, fast. Und die nächste Spitzhacke ist weg. Da reichen drei Spitzhacken ja doch nicht aus. Spitzhacken, sag ich schon, Äxte. Vor allem so langsam wie ich mit der Steinhacke bin, bevor ich hier fertig bin, ist wahrscheinlich die meisten Sachen, die in den Blättern da hängen bleiben, wahrscheinlich schon gedespawnt. Ist ja Sluim ist das ja. Achso, halt nee, erstmal hier weiter. Na gut, erstmal ein bisschen Zeug aufsammeln, was hier noch so in den Blättern rumhängt. Was hängt hier noch rum? Gar nichts, ne? Ey, kommt da rüber. Yay! War ein gefährlicher Move, hab's aber überlegt. Na komm. Nein. So, wow. Ja, wisst ihr, das meinte ich. Schön erstmal reingeglitscht. Also jetzt holen wir jetzt noch von hier unten das ganze Zeug. So, und dann reicht es erstmal für die Folge. So, wow. Gutchen. In dem Sinne würde ich mal sagen, ciao mit V.